Es wird morgen in Burgund. Alte romanische Kirchen gibt es viele in diesem Land. Zeichen vergangener Frömmigkeit. Hightech zerreißt die Idylle. Im 20-Minuten-Takt. Der Frühling ist nicht mehr fern. Und das Dorf auf dem Hügel. Taizé ist ein besonderer Ort. Ein Ort mit ungebrochener Ausstrahlungskraft, der jedes Jahr Zehntausende Jugendlicher folgen. Ein Ort voll religiöser Energie. Ein Ort voller Leben. Das wird vor allem spürbar in den Gottesdiensten, die dreimal am Tag stattfinden. Taizé ist auch die Heimat einer Brüdergemeinschaft aus verschiedenen christlichen Kirchen. In ihrer Mitte ein 90-Jähriger, Frère Roger, Prior und Gründer von Taizé. In den Liedern von Taizé kommt das unruhige Herz zur Ruhe. Vor über 60 Jahren begann hier das gemeinsame Leben der Brüder, in einem fast menschenleeren Dorf mit einer kleinen romanischen Kirche. Hier wohnen die Brüder heute. Damals herrschten Not und Hunger. Frère Roger erinnert sich. Mit denen, die auf unsere Hilfe angewiesen waren, aßen wir. Wir haben alles versucht und sind über die Runden gekommen. Das Wichtigste für uns war, dass die Kinder nicht hungerten. In den allerersten Jahren in Taizé gab es natürlich Schwierigkeiten. Nicht nur was das Geld betrifft. Ich habe mir immer gesagt, verstehen und verstanden werden. Verstehen und verstanden werden, das ist wichtig. Wenn wir einen Menschen verstehen, dann kann er dadurch eine innere Kraft, ein inneres Leben finden. Was die Brüder in Taizé versuchen, hat eine lange Geschichte. 10 Kilometer vom Dorf entfernt liegt Cluny. Heute eine Kleinstadt, früher eine Klosterstadt von gewaltigen Ausmaßen. Hier siedelten vor über 1000 Jahren die Benediktiner, erneuerten das Mönchtum. Reformklöster in ganz Europa entstanden. Das war auch eine kulturelle Leistung, bis heute. Diese Lebensweise hat ihre Wurzeln in einer tiefen Frömmigkeit, die ihre Kraft aus einem Geheimnis schöpft. Gott ist Mensch geworden. Alles andere ergab sich daraus. Beten und arbeiten. Die Geschichte hat in Cluny deutliche Spuren hinterlassen. Nach der Französischen Revolution von 1789 blieben nur noch Ruinen. Heute gibt es in Frankreich wieder Orte, an denen neues Leben aus den Ruinen wächst. Wieder sind es Mönche, die dem Glauben zum Leben verhelfen. 100 Kilometer von Cluny entfernt liegt die Abtei von Citeaux,
37 Mönche singen das Morgenlob. Das gesungene Gebet ist die Mitte von allem. Es klingt nach in den Arbeiten des Tages. Der Friedhof ist der Ort, an dem man sehen kann, dass ein Mönch sein Wort gehalten hat. Schweigend. Ein Leben lang. Der Wechsel von Gebet und Arbeit ist die Antwort der Mönche auf das Leben und den Tod. Durch ihre Beständigkeit schaffen sie Ordnung in der Zeit. Die Gemeinschaft von Taizé steht in dieser Tradition, auch in der der Stille. Stille, die junge Menschen zu schätzen wissen. Bis hin zur Vorbereitung auf das Abitur. Wichtig ist in Taizé das innere Schweigen. Die innere Stille geht in eins mit der Suche nach dem Frieden, nach einem inneren Frieden. Um voranzugehen und durchzuhalten, braucht jeder Mensch den Frieden des Herzens. Er befreit uns von Unruhe und dem verrückten Wunsch, als jemand zu erscheinen, der wir gar nicht sind. Es ist sehr wichtig für den Menschen, in diese große Einfachheit des Herzens einzuwilligen. Im Schatten des Turmes der romanischen Dorfkirche von Taizé und in der Nähe der Gräber ihrer verstorbenen Brüder versuchen die Nachfahren der Mönche, ein einfaches Leben miteinander zu führen. Hier wird der Friede des Herzens auf Herz und Nieren geprüft. Das ist alles andere als eine Idylle und erfordert Arbeit an sich selbst und den Willen zur Gemeinschaft. Diskretion und Takt eingeschlossen. Beim Mittagessen wird ein wenig davon sichtbar. Man sitzt eng beieinander, man hält Maß und man teilt miteinander. Auch ein Erbe der alten Mönche. Wie die Arbeit. In der mechanisierten Töpferei wird Geschirr hergestellt, das in Taizé verkauft wird. Damit verdienen die Brüder ihren Lebensunterhalt.
Mit der Armut machen sie ernst. Sie nehmen keine Spenden an und keine noch so reiche Erbschaft. In den Werkstätten geht es nüchtern zu. In der Töpferstube wird deutlich, der Mensch gestaltet und formt die Materie. Auch einfacher Schmuck wird in den Werkstätten von Tézé hergestellt. Auch er kommt in den Schmelzofen der Verwandlung. Die Brüder kommen aus verschiedenen Ländern und Kulturen und aus verschiedenen christlichen Konfessionen, die sich früher bekämpft haben. Dies ist die Mauer, die den inneren Bereich in Tézé vom äußeren trennt. Eine Art Demarkationslinie, aber durchlässig, zumindest für die Ohren. Von Ferne hört man die Stimmen und Rufe der Besucherinnen und Besucher. Heute gehören über 100 Brüder zur Gemeinschaft. Einige von ihnen leben dauernd in Elendsvierteln großer Weltstädte. Sie sind gekleidet wie alle. Nur zum Gottesdienst ziehen sie ihr weißes Gewand an. Damit wird zweierlei deutlich gemacht. Wir sind Menschen wie andere, Persönlichkeiten, keine Gurus. Und wenn wir beten, sind wir sichtbares Zeichen für unsere Sehnsucht nach Gott. Ein besonderer Abend. Frère Antoine, ein Inder, verpflichtet sich für sein ganzes Leben in Tézé zu bleiben. Er ist nicht allein. Er kann sich beschützt fühlen von seinen Brüdern und von dem, auf den er sein ganzes Vertrauen gesetzt hat. Fragen, die Frère Roger ihm stellt, sind klar und deutlich. Die Antwort ist es auch. Willst du aus Liebe zu Christus dich ihm hingeben mit allem, was du bist? Ich will es. Willst du von nun an den Ruf Gottes in unserer Gemeinschaft erfüllen, vereint mit deinen Brüdern? Ich will es. In der Umarmung der Brüder und in der Handauflegung durch den Prior und den älteren Mitbruder, der Frère Antoine auf seinem Weg bis hierher persönlich begleitet hat, wird das Versprechen besiegelt. Drei Worte werden Frère Antoine noch mit auf den Weg gegeben. Freude, Einfachheit, Barmherzigkeit.
Es sind mystische Worte, Urworte von Thésée. Die Jugendlichen, die zu uns kommen, stellen lebenswichtige Fragen. Mein Herz möchte vor allem antworten, wir wollen keine geistlichen Lehrmeister sein, die andere mit ihrem Wissen überfahren. Die Antwort liegt in einem Vertrauen. Ja, es geht um Vertrauen. Wenn die Jugendlichen nach und nach das Vertrauen entdecken, dann werden sie spüren, dass Gott, der unsichtbare Gott, dauernd auf der Suche nach jedem Menschen ist. Invisible, Dieu invisible, vient toujours à la recherche. Gott ist immer auf der Suche. Man kann nicht viel mehr darüber sagen. Souvent, on ne peut pas dire beaucoup plus. Nur in der Stille kann der Mensch wirklich zu sich selber kommen. Das sagen auch die großen Mystikerinnen und Mystiker aller Religionen. Thésée bietet dafür einen breiten Raum. Die Musik nimmt im Alltag von Thésée einen zentralen Platz ein. Hier arbeiten Frère Alois aus Stuttgart und Frère Jean-Marie aus New York an der Vertonung eines neuen Liedes. Du verlässt keinen, der dich sucht. Du verlässt keinen, der dich sucht. Mais si, tu commences plus tard. Ein Lied, das wir diese Woche jetzt in der Karwoche hier in Thésée singen, auf Litauisch. Und dazu gibt es Solo-Verse in verschiedenen Sprachen. Denn es ist wichtig, dass alle sich beteiligen können beim Singen. Das ist mit ein Grund, warum das Singen hier so eine große Rolle spielt, weil alle sich beteiligen können, von innen heraus. Ja. Und die Musik ist wie eine gemeinsame Sprache im Gebet. Und wenn wir solche Texte aus den Psalmen hier singen, dann bedeutet das die innere Suche der Menschen hier aufnehmen und zum Ausdruck bringen. Jeden Tag übt Christina aus Dänemark in dieser Woche vor Ostern mit denen, die Freude am Singen haben. Man kann sehen und hören, dass es ihr selber Spaß macht und dass sie die Kunst beherrscht.
Unbestreitbar ist Frère Roger auch als 90-Jähriger, dessen Kräfte nachlassen, der glühende Mittelpunkt von Thésée. Vor allem mit der Sprache nimmt er es sehr genau, weil er weiß, dass sie aus dem Schweigen kommt und wieder ins Schweigen zurückkehren muss. In das, was er als das innere Schweigen bezeichnet. Ein Schweigen, das man in der Stille seines Arbeitszimmers geradezu hören kann. Der Weg, der ihn nach Thésée führte und ihn dort bleiben und anfangen ließ, war lang. Aus der französischen Schweiz kam er mit dem Fahrrad 1940 nach Burgund. Er suchte nach einem Weg, der die getrennten Christen wieder zusammenführen sollte. Zu dieser Zeit herrschte der Zweite Weltkrieg. Man musste Flüchtlingen auf beiden Seiten Schutz gewähren. Das war gefährlich. Die idyllischen Dörfer Burgunds waren unsichere Orte geworden und boten keinen gewohnten Schutz mehr. Türen blieben verschlossen. In Cluny, seiner ersten Anlaufstation, suchte Frère Roger schließlich einen Notar auf und kaufte ein Haus in Thésée, 10 Kilometer von hier entfernt. In dieser Kirche betete er eine Nacht, bevor er den Kaufvertrag abschloss. Dann ließ er sich in dem fast ausgestorbenen Dorf auf dem Hügel nieder, um aufzubauen. Das Dorf ist heute wieder ein bewohnter Ort, der auch Fremden Obdach bietet. Im Laufe der Jahre kamen die ersten Brüder hinzu. Ich habe immer gedacht, dass Thésée ganz klein bleiben würde. Von Anfang an dachte ich an eine begrenzte Zahl. Ich sagte mir, bleiben wir ganz wenige. Auch wenn wir nur wenige sind, können wir in Frieden vorangehen. Der Erfolg wird oft in Zahlen gemessen. Doch mir scheint, dass das Wort Erfolg im Zusammenhang mit einem gemeinsamen Leben in einen Abgrund führt. So ist eine Gemeinschaft entstanden, in der ein großes gegenseitiges Verständnis herrscht. Nicht jeden Tag, aber doch sehr oft. Was die ersten Brüder am wenigsten erwartet hatten, es kamen die Jugendlichen nach Thésée. Das hatte sich bald in Europa und darüber hinaus herumgesprochen. Thésée wurde zu einem Anziehungspunkt für junge Menschen, die nach tragfähigen Antworten in ihrem Leben suchten. Heute liegt neben dem Dorf eine Zeltstadt, die Tausenden Unterkunft bietet. Thésée ist für viele eine wichtige Station auf ihrem inneren Weg. Ein Ort, an dem man leben lernen kann. Ein Nachmittag in der Woche vor Ostern. Immer neue Besucherinnen und Besucher kommen an. Man tauscht sich aus, versucht sich zu orientieren und sucht die Quartiere auf. Im Haus mit dem Namen La Morada kann man sich mit den Brüdern treffen und verabreden, Nachrichten hinterlassen und Nachrichten empfangen. Und man stellt sich das Programm für die kommenden Tage zusammen. Andere Jugendliche, die sich schon auskennen, helfen dabei. Man hat Zeit.
In einem stillen kleinen Zimmer hinter dem Chor der alten Kirche von Thésée, das die Brüder oft zu Tagen des Schweigens bewohnen, bereitet sich Frère Alois auf die nächste Bibelarbeit vor. Aus der Bibel empfangen viele entscheidende Impulse für ihr Leben. Die Bibelarbeiten sind ein wichtiges Angebot, das die Brüder den Jugendlichen machen. Wir feiern diese Tage ein Geheimnis. Und wenn ich sage Geheimnis, dann sage ich nicht Rätsel. Bei einem Rätsel hat man die Auflösung und dann wird es uninteressant. Ein Geheimnis bleibt immer etwas Wertvolles. Ein Geheimnis ist etwas, wovon ich immer mehr verstehen soll, aber was ich nie ganz verstehen kann. Ein Geheimnis ist etwas, was ich bewahre und was ich auch mit anderen teile. Ein Geheimnis gebe ich weiter. Und es verbindet uns, wenn wir ein Geheimnis teilen. Und das wollen wir eigentlich diese Tage miteinander tun. Dieses Geheimnis der Auferstehung miteinander teilen. Ich kann das nicht alleine verstehen. Es reicht nicht aus, wenn ich mich irgendwo in der Ecke setze, die Augen zu machen und jetzt mal endlich kapieren will, was Auferstehung bedeutet. Wir können das nur gemeinsam verstehen und uns gemeinsam ermutigen, daran zu glauben. Aber was feiern wir eigentlich heute, Karsamstag? Was ist eigentlich der Schwerpunkt dieses Tages? Denn jeder Tag, an jedem Tag feiern wir eine Wirklichkeit aus unserem Leben. Und heute ist das sicher die schwierige Erfahrung, dass Gott manchmal oder für viele Menschen oft, für einige vielleicht fast immer, verborgen ist. Dass Gott verborgen ist. Gegen Ende der Woche vor Ostern werden die Gesänge und Gebete immer intensiver. Man erlebt das zentrale Geheimnis des christlichen Glaubens, Tod und Auferstehung Jesu Christi. Am Ende dieser abendlichen Gottesdienste geht Frère Roger zu einer Säule im Seitenschiff der großen Kirche, setzt sich dort nieder und legt den Menschen, die in großer Zahl kommen, die Hände auf. Im Halbdunkel gibt er etwas von der Kraft weiter, die ihn selber erfüllt. Eine Geste, die viele Religionen kennen. Die Handauflegung, Augenblicke der persönlichen Mitteilung, mystische Augenblicke. Es geht um eine Wahrheit, die man weitergeben kann, aber um eine unsichtbare Wahrheit. Gott ist unsichtbar. Quatre siècles après la mort du Christ,
400 Jahre nach dem Tod Christi lebte ein Glaubender namens Augustinus, der heilige Augustinus. Er hat intensiv gesucht und wollte eine klare Antwort finden. Er hat wirklich gesucht. Eines Tages schrieb er: Es gibt eine Stimme des Herzens und eine Sprache des Herzens. Diese innere Stimme ist unser Gebet. Auch wenn unsere Lippen geschlossen sind, bleibt unsere Seele offen vor Gott. Wir verstummen, wir schweigen, aber unser Herz spricht, nicht wie zu menschlichen Ohren, sondern zu Gott. Und Gott kann es hören. Das ist ein großes Geheimnis, dass Gott es verstehen kann. Die Erwartung der Jugendlichen ist uns hier in den ersten Jahren deutlich geworden. Wir haben entdeckt, dass sie intensiv auf der Suche waren. Aber sie waren wie abgehängt. Es gibt kein Wort, um das zutreffend auszudrücken. Sie waren wie abgehängt. Aber sie suchten. Und heute suchen die Jugendlichen in manchen Gegenden der Erde wieder mehr nach einer Verbindung mit dieser einzigartigen Gemeinschaft, die Kirche heißt. Mit dem Wort Gemeinschaft ist eigentlich schon alles gesagt. Es ist die Kirche. Es geht um das innere Leben dieser jungen Menschen. Ohne uns ihnen aufzudrängen, besteht unsere Sehnsucht darin, dass sie sich nicht der Einsamkeit ausgeliefert fühlen müssen und damit der Abwesenheit Gottes. Gott verlässt niemanden. Er kann nur lieben. Wie sollen wir ihnen das sagen und dabei ihr Denken respektieren und sie nicht vor den Kopf stoßen? Wir haben den Jugendlichen zugehört und waren selbst erstaunt, dass wir nicht viel vermögen. Wir haben geschwiegen. Und ich sagte mir nur, vielleicht sehen wir uns wieder. Und weil Gott uns hört, hört er unsere Worte. Vielleicht begegnen wir uns wieder. Vielleicht kommen sie zurück, nicht hierher, aber zu anderen, die sie verstehen. Quelque part, pas vers nous, mais vers d'autres qui comprendront. Die Hoffnung, die in uns ist, gehört zu den Grundwahrheiten. Sie ist eine allererste, wichtigste Wirklichkeit, die Hoffnung. Was immer auch geschieht, jemand sucht nach diesen jungen Menschen. Ils sont toujours cherchés. Thank you.
These. Ostermorgen. Höhepunkt der Woche. Auf dem Weg zur Lichtfeier. Die Brüder sind dieses Mal im Chor der Kirche versammelt. Es herrscht erwartungsvolles Schweigen. Der Ostermorgen ist für Christen die Stunde, in der die Macht des Todes gebrochen ist. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Das Licht der Osterkerze wird entzündet. Dreimal ertönt der Ruf, das Licht Christi. Lumen Christi. Dann wird die Kerze von zwei Brüdern aufgenommen und durch das Kirchenschiff getragen. Und das Osterlicht wird weitergegeben, wie ein Lauffeuer, das in Minuten die Kirche zu einem Lichtermeer werden lässt. Christus ist auferstanden. Alleluja. Er ist wahrhaft auferstanden. Alleluja. Dieses Geheimnis kann niemals begriffen werden. Das Licht ist Symbol dafür. Immer wieder wird an diesem Morgen die Auferstehung besungen. Die Lieder sprechen auch davon, dass das Ostergeheimnis in seiner Bedeutung weit über die Erde hinausreicht. Es hat, wie schon die Theologen des frühen Christentums es formuliert und die großen Mystikerinnen und Mystiker des Mittelalters eindringlich wiederholt haben, eine Bedeutung für den gesamten Kosmos, für Himmel und Erde. Dieses Geheimnis soll Nachhall finden im täglichen Leben. Die frohe Botschaft von Ostern, das Evangelium, wird stehend angehört. Aus Ehrfurcht.
Dort ist von Frauen die Rede, die zum Grab Jesu kamen, ihn aber dort nicht mehr fanden und deshalb erschraken. Zwei Männer, die da waren, sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Die Anziehungskraft von Thésée besteht auch in der Anknüpfung an eines der ältesten religiösen Symbole der Menschheit, das Licht. Die Lichtfeier geht zu Ende. Frère Roger, der alte Mann mit der charismatischen Ausstrahlung, verlässt die Kirche wie ein Kind an der Hand eines Bruders. Er, der führt, lässt sich führen. Er, der vorangeht, folgt nach, wie die anderen seiner Brüder. Redet durch Menschen. Das Dorf auf dem Hügel ist ein Ort des Friedens, eine Stätte der Hoffnung. Ein Platz, an dem man Ruhe finden kann und Orientierung für einen neuen Weg. Die Bibel spricht davon, dass der Mensch in der Zeit seines Lebens wie Ton ist in der Hand des Töpfers. Der Glaube und das Leben der Brüder von Thésée sind Hoffnung für Menschen, die auch ihrem Leben Gestalt geben möchten aus dem Glauben.